Hallöchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein kleines Reaction-Video und ja, das Ganze einfach, weil ich kann einmal kurz zeigen eigentlich, warum. Gehen wir auf die alte Clan-Page. Paranoia ist heute am 5.2.2019 eigentlich 3 Jahre alt und das einzige Video, was wir dazu haben, ist das einjährige Special. Was da zu gucken gibt, und das ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Ich bin ja eigentlich seit Anfang an in Paranoia. Deswegen habe ich mir immer so gedacht, reagieren wir einfach mal auf das alte einjährige Video, auf das Erlebnis voller, ein Jahr voller Erlebnisse. Bitte, das fickt jetzt schon wieder meinen Kopf. Auf das Video, wo wir das Ein-Jahres-Special gefeiert haben, so. Wir haben gerade einfach auf Twitter, das Video kommt jetzt eigentlich recht random zustande. Ich habe mir so gedacht, ja, guckst dir mal wieder das alte Video an, hast du jetzt schon etwas länger nicht mehr gesehen, weil wir auf Twitter so eine Diskussion hatten über alte Zeiten. Hab mir auch wieder ein bisschen mit Marvin geschrieben und dann ist mir aufgefallen, Alter, heute ist der 5.2. Und deswegen jetzt die Reaction zu dem guten alten Video. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu laut oder lauter als ich, selbst wenn. Machen wir einfach mal Vollbild. Gönnen uns das. Ihr wisst, dass ich recht emotional bin bei dem Thema, also ja. Starten wir einfach mal. Gute alte selbstgemachte Intro von Jonas. Paranoia, 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 Paranoia. Oder ist es doch Paranoia? Ja, es ist der Clan Paranoia. Dieser Satz, ne, von Jonas. Oder ist es doch Paranoia? Der wurde halt so... Ja, wie soll ich sagen? Der wurde so oft danach, nach dem Video wiederholt bei uns. Das war einfach so Legende, ne, dieser Satz. Oder ist es doch Paranoia? Ach, Alter, es hätte niemand einen besseren Einstieg ins Video machen können als Jonas. Das sage ich euch jetzt, hier und jetzt. Ja, bei dem ich jetzt schon über ein halbes Jahr ein Member bin. Bevor ich Minecraft öffne, gehe ich auf den Paranoia Teamspeak und schaue, ob Leute drauf sind. In Paranoia geht es also nicht nur um Minecraft, sondern das Zusammensein, der Spaß. Es geht einfach darum, miteinander reden und lachen zu können. Ich denke, das unterscheidet uns von vielen Clans. Ich bin froh, hier sein zu dürfen und wünsche jedem, der auch einen Clan will, dem es nicht nur ums Schwitzen geht, dass er einen solcher findet. Grüße aus der Schweiz und Peace, Leute! Das war das Ding, was Paranoia eigentlich immer von anderen Clans abgehoben hat. Was ich jetzt auch versuche, in meinen Clan so langsam zu integrieren. Wir haben einfach so viel gemeinsam gemacht, was auch außerhalb von Minecraft war. Also wir haben Abende gehabt, wo wir mit Facecam, sag ich mal, geredet haben, dann Filme geguckt haben, irgendwelche Scheißspiele gespielt haben, die einfach echt nicht gut waren. Aber wir hatten so viel Spaß als Gemeinschaft und das ist heute einfach gar nicht mehr. Darüber habe ich mich auch auf Twitter mit Marv unterhalten, also... Nicht Marvin Pack, sondern der andere Marv aus Triforce. Und ist einfach überhaupt nicht mehr so. Es wird einfach, die Leute kommen online, zocken nur noch CW, bis sie offline gehen können. Und als Clan ist wirklich gar nichts mehr da. So wirklich diese Gemeinschaft, die auch damals war, ist so komplett verpufft. Ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele Leute einfach gar nicht mehr Minecraft spielen, weil einfach der Clan gar keine Gemeinschaft mehr ist, sondern es nur noch auf Elo, 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 Elo und Geschwitze, Geschwitze, Geschwitze geht. Und es macht einfach so viel Spaß, einfach mal mit den Leuten was anderes zu machen. Ich meine, WTF, Leute, gönnt euch einfach mal so einen spaßigen Abend mit denen, anstatt die ganze Zeit nur auf Elo zu schwitzen. Sieben, Paranoia 10, vielleicht noch im Chor singen, finde ich auch richtig cool. 9, 9, 9, 10, 3. Hallo, mein Name ist Noah, Ingame Dino,
Ich war früher in Paranoia, da hat's mir richtig gut gefallen. Daniel. Ja moin, ich bin's, der Freund hier, Fresher von nebenan, auch bekannt als Mickey. Ich war circa 9 Monate in Paranoia und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Paranoia ist nach wie vor so wie damals. Hey Leute, ich bin Deo. Mickey hat einfach eine noch tiefere Stimme bekommen im Vergleich zu dem Video. Ich habe ja irgendwie vor ein paar Monaten, das ist jetzt schon wieder fast her, nochmal mit dem geredet. Ey. Ich meine, die war ja jetzt, also wenn jetzt so die Stimme mit meiner Stimme vergleicht, so. Und der hat da nichts drauf. Der hat da keinen Bass-Boost, sag ich schon fast drauf, von Voice Meter oder sowas. Das ist wirklich seine Stimme. Das ist so krank bei dem Kerl. What the heck? Jetzt kommt Deo, der gute Alter. Den habe ich ja jetzt auch wieder etwas öfter gesprochen. In Just Text ist er jetzt aktuell. Ein Member von Paranoia. Ich bin jetzt schon fast ein Jahr im Clan und Paranoia ist einfach ein besonders cooler und nicer Clan, weil die Leute sind halt einfach mega nett und es ist einfach cool, entspannt im TS zu chillen. Da war's immer. Yo, mein Name ist Nebi, in der CWBW-Szene unter Stichwort bekannt. Ich war halt der erste Member. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir eine komplett volle Scarp-Gruppe hatten und keiner einen Namen für den Clan hatte. Pack, also Marv, wollte etwas Fröhliches, irgendwas mit Sunshine, Sunrise. Und ich sagte so, nee, Digga, wir nehmen Paranoia. War halt echt so. 1:1. Ich weiß noch, Marvin war ja vor Paranoia, hatte der ja auch einen Clan, Exa hieß der. Und da war ich auch drin, aber als Second Clan. Das heißt, mein Main Clan war damals erst Legendaries und Legendaries wurde dann zu Impression. Und ja, Marvin fand mich damals in Exa eigentlich schon recht korrekt. Und hat mich dann auch gefragt, als er Exa geclosed hat und Paranoia geöffnet hat, ob ich mitkommen möchte. Und habe ich gesagt, jo. Bin dabei, war zu dem Zeitpunkt noch in Impression, aber ich wusste, dass der Clan halt zur Neige geht. Und dann nach 3 Tagen oder sowas bin ich dann in Paranoia gejoint, weil Impression sich dann geclosed hat. Und es lief damals so vieles noch über Skype, ey. Alles lief über Skype. Es gab kein Discord oder so. Klar gab es TS, man war auch immer auf TS, aber so jede Absprache lief einfach über Skype. So jeder hatte Skype, heutzutage hat keine Sau mehr Skype. Wer hat heute noch Skype? Wer kommuniziert noch über Skype? Ist mal ehrlich. Yo, ich bin Benzo und erstmal herzlichen Glückwunsch an Paranoia, dass ihr jetzt schon seit einem Jahr bestehen geblieben seid. Ich fand meine Zeit damals in Paranoia cool. Ich habe da richtig geile Leute kennengelernt. Justin und Peck, ihr macht das immer noch super anscheinend als Leader, weil der Clan ja immer noch besteht. Und ich wünsche auf jeden Fall euch noch ganz viel Glück im Clan und vielleicht sieht man sich mal wieder in-game. So viele Leute in Paranoia, ey, mein Gott. Auch Liv. Liv war da, war auch im Clan. Habe ich heute auch mit ihr drüber nochmal geschrieben. Hey, ich bin Joni. Ich bin insgesamt jetzt schon 7 Monate in Paranoia. Zwischenzeitlich bin ich zwar geliebt, aber als ich dann wieder clanless war, hatte Marvin, also Pack, mich gefragt, ob ich wieder Bock auf Paranoia hätte. Und ja, das hatte ich. Und was ich an Paranoia schätze, ist einfach der Zusammenhalt untereinander, der auch über Minecraft hinausgeht. Und außerdem ist die Stimmung im TS auch immer richtig gut, auch wenn es im Ranking jetzt mal nicht ganz so optimal läuft. 1:1. Juni war ja auch später Leader. War auch einfach eine richtig gute Entscheidung, den als Leader reinzuhauen. Hatte auch keiner was gegen bei uns, was er so oder so. Immer so, wenn einer was dagegen hatte, wurde erst geguckt, okay, kann man das irgendwie klären? Wenn einer oder mehrere generell was gegen ihn was hatten, wurde es nicht durchgezogen. Ist einfach so ist keiner unzufrieden mit irgendeiner Entscheidung und das ist einfach das Beste, was man machen kann. Ach, da war Jono noch nicht gebannt. Ja, ich bin Nele und ich war so ein paar Monate in Paranoia, also mehrere Monate und ich muss sagen, dass die Zeit echt schön war und ich viele Leute kennengelernt habe, zum Beispiel Joni oder Tabea. Halt auch Menschen, mit denen ich immer noch Kontakt habe und mich sehr gut verstehe und die echt gute Freunde geworden sind. Ja, ich fand, der Clan hat sich auch immer gut verstanden. Und ja, ich finde Paranoia ist ein echt cooler Clan. Heute wird man für die Sätze echt gememt werden, ne? Einfach, weil jeder sich über jeden Scheiß lustig macht.
so, ja, ich habe da echt richtige Freunde kennengelernt, was auch wirklich so war. Jeder hat da irgendeine Person getroffen in Paranoia, zu der er immer noch Kontakt hat. Ich kenne keinen, der sich aus Paranoia komplett ausgeklinkt hat und zu keinem daraus mehr Kontakt hat. In irgendeiner Art und Weise kenne ich keinen. Ehrlich, jeder hat zu irgendwem noch irgendwie Kontakt. Das ist so krass. Und wenn man heute sagen würde, beispielsweise bei uns in Silentium ist jetzt irgendeine Freundschaft entstanden, du wärst tot auf Twitter, du wärst tot. Dieser Satz würde aufgenommen werden, auf Twitter gestellt werden, 5000 Retweets würden rumballern und irgendwie... Steam, Junge, halt's Maul. So, und jeder wird sich darüber lustig machen, aber es ist einfach Fakt. Das ist wirklich so. Es können wirklich Freundschaften daraus entstehen, aber man muss einfach auch mal was anderes machen, als nur CWs zocken. Dann passiert das auch. Die Zeit im Paranoia war einfach eine richtig coole Zeit. Das war so mein erster Clan. Ich war auch direkt 5 bis 6 Monate drin. Und ich bin perfekt dankbar, dass er mich direkt angenommen hat und auch allen anderen Clan-Membern, dass es eigentlich so ein cooles Verhältnis unter den Membern war. Und diese 6 Monate einfach eine verdammt schöne Zeit. Jude, alte Trashy. Paranoia bedeutet für mich eigentlich zweite Familie. Ich bin eigentlich immer der in diesem Clan gewesen, der wirklich Paranoia als Familie gesehen hat. Und es mag auch noch andere geben, ja, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich glaube, da bin ich schon so einer, der es sehr extrem so sieht, weil wir halten einfach zusammen, egal was passiert, über alles wird offen geredet. Wenn es Probleme untereinander gibt, kann jeder offen mit jedem sprechen und es wird einfach geklärt. Dieser Streit, falls einer entsteht, hält einfach nicht lange. Sowohl die Leader als auch die Member selber sind einfach übelst nett zueinander. Wenn einer einen Fehler macht, dann schreit man nicht rum, boah, yo, Alter, wie konntest du so eine Scheiße bauen? Sondern dann wird aufgebaut aufeinander und wird gesagt, ja komm, nächstes Mal einfach besser machen, dies und das. Und ich glaube, dass nicht viele Clans das aktuell so gut meistern wie wir. Das ist so cringe, sich selber zu hören, ne? Boah. Aber jetzt, wo ich gerade meine eigene Audiospur gehört habe, sag ich mal, kann ich auch ein bisschen dazu erzählen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Marvin diese ganzen Vorbereitungen für dieses Video getroffen hat. Ich glaube, das hat 2 Monate vorher angefangen, weil er musste ja die ganzen Leute zusammentrommeln, er braucht die ganzen Audiospuren, er hat das ganze Videomaterial aus dem Hintergrund gebraucht. Er hat sich richtig viel Mühe gegeben bei dem Video und ey, bis die ganzen Audiospuren zusammenkamen, das hat teilweise echt so lange gedauert. Ey, Respekt an Marvin, dass er das so lange ausgehalten hat. Aber ja, hat sich gelohnt im Endeffekt, meiner Meinung nach. Ist immer noch ein Video, was man sich als Ex-Paranoia-Member jederzeit gönnen kann und was immer wieder alte Erinnerungen hochdrückt, sag ich mal. Kann man ja mal machen, ne? Alter, ich lief den Clan und mach die 3 Fragezeichen auf. Voll geil. Die 3 Fragezeichen. Und dann zählt er alleine gegen 4. Peter schon. Oh, it's Nox und Lenny. Hello, it's me, das Chor. Ich sollte mal ein bisschen over the Clan talken. Deswegen bekommt ihr jetzt 1 Message von mir. Und zwar die wäre, dieser Clan ist echt nice. Sind alle mega korrekt. Man kann richtig viel Spaß mit den Leuten haben. Und es sind halt echt geile Freundschaften entstanden hier in diesem Clan. Und ja, das soll es auch gewesen sein von mir. Nee, ist einfach so ein geiler Typ, ne? Yo, ich soll mal so ein bisschen over the Clan talken. Einfach eine Legende, der Kerl. Einfach eine Legende. Der war auch letztens mal wieder bei mir im Stream dabei. Grüße gehen raus an René und alle anderen, die jetzt schon drin waren, habe ich jetzt nicht bei ihm gemacht. Immer noch so ein nicer Kerl wie damals, ey. Immer noch geil. Hallo, ja, ich bin der Lenny. Ich war mal in Paranoia so von Juni bis Oktober. Das ist ein sehr korrekter Clan. Eigentlich einer der fairsten Clans, die ich kenne. Haben, glaube ich, von Liedern her auf ganz Gomme einen der besten Lieder, den man haben kann, den man sich vorstellen kann. Und ja, so Paranoia war echt eine geile Zeit. Habe ich mir ein bisschen Fame gegriffen. Nee. Also ja, Paranoia, geile Zeit, geiler Clan. Vielleicht kann man sich ja mal wiedersehen. Lenny habe ich sogar getroffen. Aber mit dem Satz, dass man in Paranoia echt einen der besten Lead-Aufgaben hatte, wenn nicht sogar den besten. Was Besseres hätte man nicht sagen können, meiner Meinung nach stimmt das auch. Klar kann man jetzt auch so Leute wie Prox, Vira oder sonst wen dazuziehen, aber
Marvin als Clanleitung war einfach bombenmäßig, echt, ey. Ja, hallo, ich bin der Strohl und war ungefähr 5 Monate Paranoia und es einfach, war richtig cool so. Die CWs haben alle Spaß gemacht, alle recht korrekt. Ja, auch wenn man was verloren hat, hat alles gepasst so. War nicht schlimm. War echt eine coole Zeit, also Paranoia kann ich jedem empfehlen. So. Tschüss. So ein geiler Typ, der Kerl. Ja, hi. Ja, tschüss. Ja, der Strubel, ey. Ja, heute vor einem Jahr wurde Paranoia gegründet. Damals, als ich in die Szene gekommen bin, hätte ich nie gedacht, dass durchs Internet irgendwie Freundschaften entstehen können. Ja, die Gründung von Paranoia hat mir dann das Gegenteil bewiesen. Es sind viele Leute gekommen und gegangen, aber im Grunde genommen hatte Paranoia immer eine wichtige Eigenschaft. Und zwar, dass Freundschaften entstanden sind. Freundschaften, die teilweise immer noch bestehen. Und da möchte ich mich einfach bei allen aktuellen und bei allen ehemaligen Membern bedanken, dass wir einfach sowas Großes auf die Beine gestellt haben, weil jeder einfach seinen Teil dazu beigetragen hat. Und wir als Clan möchten uns auch bedanken, dass wir ein kleiner Teil eines Großen sein dürfen, und zwar einer großen Community. Und ich finde, das sollte man einfach mal beachten und dankbar sein und nicht immer nur rummeckern und kritisieren. Ja, also wir bedanken uns für alles. Ich bedanke mich im Namen des Clans für all das, was uns passieren durfte in diesem Jahr, und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem geilen Clan. Ja, ein Jahr hat es noch gehalten und ein halbes da oben drauf, und dann war leider zu Ende mit dem Jansen. Leider habe ich das Ende nicht so ganz mitbekommen, sondern bin erst einen Tag danach wieder aktiv geworden. Bereue ich bis heute. Ja. Was soll ich sagen? Echt einfach einer der besten Clans, die ich mir für meine Zeit hätte vorstellen können. Und auch für viele andere, denke ich mal, mit der beste Clan, in dem sie hätten sein können. Menschlich gesehen einfach das Beste, was sie hätte passieren können. Und ja, Marvin hat jetzt eigentlich im Schlusswort alles gesagt, ne? Was soll man dazu noch sagen? Beste Zeit. Ach, Mensch. Was haltet ihr denn so davon? So vergleichsweise. Heute, damals? Schreibt es in die Kommentare. Nein, Spaß. Aber ja, schade, dass echt so viele Stücke aus der Szene einfach mittlerweile fehlen. Wie halt OG, Triforce, die ganzen anderen Clans, die halt noch den Aspekt von damals in der Szene gehalten haben. Gibt allerdings Gründe, warum diese Clans nicht mehr aktiv sind. Und solange es so ist, wie es jetzt ist, sollten diese Clans auch closed bleiben. Und diese Leute werden auch nicht mehr wiederkommen. Und deshalb bitte ich auch, Leute, reopt nicht die ganzen alten Clans und pass auf den Namen, so gesehen. Belasst es bei dem guten Alten teilweise. Manche Dinge sollten echt mit der besten Zeit aufhören. Das war bei Descenders, das war bei Triforce, das war bei OG. Okay, vielleicht hat OG ein bisschen überzogen, man weiß es noch nicht. Aber man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das haben all diese Clans echt gemacht. Die richtige Entscheidung war, das Ding zu closen. Und ja, schauen wir, was die Zukunft bringt. Trotzdem wünsche ich euch natürlich alle, dass ihr einen korrekten, nicen Clan habt oder findet, je nachdem, wie es bei euch aussieht. Ich hoffe, dass in Sachen Gemeinschaft vielleicht nochmal in der Zukunft was passiert, dass da nochmal ein bisschen was Soziales auf uns zukommt, sag ich mal. Und ja, Leute, wenn ihr Leader von einem Clan seid, glaubt mir, einfach mal was mit dem Clan zu machen, was nichts mit CDWs zu tun hat, tut auch mal gut. Macht irgendwie irgendwelche anderen gemeinschaftlichen Dinge zusammen. Keine Ahnung, guckt Filme, macht Tiny-Chat-Abende oder
keine Ahnung, spielt Runden Scribblio einfach mal so. Keine Ahnung, einen Tag am Wochenende kann man sich da immer rauskrallen oder auch mal unter der Woche. Ihr spielt ja eh 24-7. Macht einfach mal was für die Gemeinschaft und die Stimmung ist dauerhaft besser, ehrlich. Und ja, bevor ich jetzt hier sage, dass Freundschaften entstehen können, man wird ja dafür mittlerweile leider zermimt. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit mit den Leuten, die ihr gerne habt. Genießt die Zeit. Viel Spaß in euren Clans, in denen ihr seid, in die ihr noch reinkommt. Wie auch immer, ich wünsche euch allen das Beste und dass ihr auch so einen Clan findet, wie damals wir in Paranoia ihn gefunden haben. Und ja, dreht mich nur noch im Kopf und Kragen. Was soll ich noch sagen? Haut rein. Schön mittel.